Moin Leute, Trimax hier. Heute gibt es mal eine Folge, die ich offstream aufnehme. Ihr wisst ja auch, ich zocke offstream verdammt viel. Heute ist der Tag, wo ich direkt von Teammates wieder kam. Könnt ihr sehr gerne auch die Highlights reinziehen. Und abends farm ich ja immer mal so ein, zwei Stunden. Und zwar bin ich jetzt bei, ist ja ein relativ neuer Account, noch bei 920 Millionen Gold geklaut und 7,7 Millionen Dunkles. Können wir uns mal merken. Ich bin jetzt mal gespannt, wie viel ich farme. Wir werden jetzt ultra doll die Queen pushen. Wir haben nämlich noch ein Buch und wir haben noch einen Hammer. Hier haben wir noch einen Hammer, theoretisch. Ne? Mega geil. Den werden wir auch benutzen. Von Level 74 auf 75. Ist jetzt nach 12. Das heißt, der Loot wird sehr, sehr geil sein. Ich werde jetzt die Queen einmal beenden, fertig machen, damit wir einen Bauarbeiter frei haben. Für 57 Gems tut's weh. Wir werden es trotzdem machen. So, jetzt ist sie Level 70 und, boah, wie teuer, 230.000 Dunkles für ein Level. Mal gucken, wie weit ich heute damit noch komme. Wir zünden direkt den Trainingstrank. Können jetzt auch hier die Juwelenkiste mitnehmen, was geil ist. Achso, wenn es euch gefällt, gerne den Kanal abonnieren. Bald, wenn das Update kommt, geht es wieder richtig böse Patreon rein. Denkt an den Creator-Code Trimax. Könnt ihr hier eintragen, im Shop, hinklicken, Trimax eingeben. Code senden. Fertig. Kostet euch keinen Cent. Hält 7 Tage. Vielen Dank an jeden Einzelnen, der das da regelmäßig immer wieder einträgt. So, jetzt würde ich sagen, ist der Trainingstrank an. Und jetzt hoffen wir auf geilen Loot. Und jetzt kann ich auch das erste Mal... Also erstmal wollen wir hier erstmal schön den ganzen Stuff ausgeben. So. So. Alles schön weg. Und jetzt wieder sammeln. Jetzt kann ich zum ersten Mal farmen mit der Queen und mit dem King sogar und mit dem Warden. Das gab es gefühlt noch nie, seitdem ich den Account habe. Eigentlich sind die dauerhaft immer am Upgraden und wir gehen jetzt nur auf Dunkles heute. Ich werde jetzt gleich vom Setup wieder weggehen, mich ganz entspannt auf die Couch chillen, Serie schauen und dann filmen und nebenbei farmen. Aber der sieht auch schon mal direkt ganz gut aus. Den nehmen wir direkt mit. Da kriegen wir das. Oh, reicht das? Kann der rüber? Ja, klar doch. Okay. Sebo farmt auch ordentlich. Ich liege aber noch knapp vorne von dem Gefarmten, was wir haben. Ich hoffe, ich kann in New York, da bin ich ja bald, dass ich da geil farmen kann. Kobolden rein, King hinterher, Queen, Warden. Wir haben die ganze Crew ist versammelt. Das gab's noch nie. Wahnsinn. Wahnsinn. Queen auf 70 zieht auch ordentlich, oder? Okay, der ist jetzt in... Fernoturm drin, aber wie kriegen wir noch die 50% oder das Rathaus? Also Queen auf 70 ist ja der Wahnsinn. Ne, wir ziehen uns hier zu raus. Wir ziehen uns hier zurück. Reicht locker 4600. Auch das hier alles wieder weg. Farm. Achso, wir können auch einmal hier magische Gegenstände, die wir nicht brauchen. Machttrank verkaufen. Hindernisschaufel für 50 Gems verkaufen. Ja, ich glaube, das sind die wichtigsten. Was haben wir hier? Gold nehmen wir mit. Ah, Rune des Goldes, die... Lass uns die zünden. Macht das Sinn? Ich kann das noch vergrößern, aber nee, die muss eh weg. Ich muss die eh diese Season einsammeln. Ich kann 15 Millionen fassen. Ja, was soll's? Farm kurz auf 3,4 Millionen hoch. Am besten farm ich mal so bei 1400. Also 1300 bis 1500. Trophäen ist meine liebste Range. Und je später in der Nacht, desto geiler der Loot, ne? Ganz, ganz klar, ihr kennt das. Ich denke, den will ich aber trotzdem mitnehmen, auch wenn das nicht der leichteste wird. Sebo hat auch schon ein Video gemacht, wenn wir die Challenge bis 2024 weiterkommt. Er hat so gesagt, ja, Max pusht jetzt ultra die Helden, aber das braucht er gar nicht so. Er schafft es eh bis zum Jahresende, alle Helden zu maxen. Ich bin unglaublich viel am Farmen. Das bekommt er zu spüren. Kriegen wir den Warden mit rein. Hä, wieso geht er nicht mit? Perfekt, das sind auch... Oh, 6400 Dunkles, geil. Hier... Nehmen wir mit. So was liebe ich. Ich liebe Leute so sehr, die einfach so ein bisschen Platz lassen. Dass man da so Truppen reinsenden kann, weißt du? Die einfach so ein bisschen Platz lassen. Das Dunkle können wir ultra entspannt mitnehmen. Dann hüpfen wir da auch gleich noch in die Mitte rein. Das Dunkle auch noch. Traum. Rathaus mitgenommen worden, aktiviert und raus. Oh, 7400. Es ist einfach so schön, ne?
4.000, haben wir hier sonst noch was drin? Oh, wow, 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 wow. Wo ist jetzt die Schatzkammer so voll? Dann nehmen wir mit. Hä? Schatzmeister? Was, wie viel bringt das? Nein! 500 Gems free to play, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Oh mein Gott. Okay. Jetzt kann ich, warte mal. Ich kann gleich ein Buch zünden. Dann geht die Queen 71. Dann zünde ich noch ein Buch mit den 500 Gems, 72. Dann habe ich noch den Hammer, 73. Dann lasse ich sie noch upgraden, 74. Ich kann meine Queen auf 75 bringen in der nächsten Woche. Was ist das denn? Ey, dieses Projekt macht so Laune, ne? Free to play plus Pass. Wahnsinn. So, noch eine Mauer, noch eine Mauer, noch eine Mauer. Perfekt. So, und jetzt geht's hier nämlich richtig los. Oh, das ist eine geile Folge. Auffüllen, schwupps, 15 Millionen. Nochmal 1, 2, 3, 4. Krass. Das sieht fantastisch aus, wirklich. Okay, dann ziehe ich jetzt ab und gehe ganz entspannt farmen. Und dann sehen wir uns wieder, ich glaube, zum Ende des Trainings. Tranks in 52 Minuten. So, kleiner Zeitsprung. Eine Stunde ist um. Erster Trainingstrank ist weg. Hab wieder ein paar Mauern abgegradet. Aber viel kam hier auch bei rum. Das ist so krass. So, jetzt erstmal den nächsten Trainingstrank anmachen, dass die schon direkt produzieren können. Schleichkobolde, ich glaube auch echt overall meine absolute Lieblingstruppe. Das hier können wir auch nochmal einsammeln. Wir sind zurück bei 287.000 Dunkles. Jetzt zünden wir nach... Ich weiß gar nicht, was ich letztes Mal ein Buch gezündet habe. Ich glaube, meine Queen auf Level 30 oder sowas. Für 228.000 ziehen wir die Bogenschützen. Legen wir sie erstmal hin. Und holen sie mit dem Buch direkt wieder. Zack, Level 71. Jetzt können wir uns mit Juwelen ein neues Buch kaufen. In zwei Tagen kommt ein neuer Shop. Habe ich bis dahin nochmal wieder die 500 Gems... Buch der Helden kaufen, 500, zack. Ja, könnte vielleicht klappen, oder? 275 Gems habe ich. Sind ja auch gerade wieder ganz viele Herausforderungen bzw. Ereignisse. Die mit der Hexe werde ich noch safe machen. Gut, zwei Trainingstränke, die kann ich nicht verkaufen. Aber hier mit den Heilerinnen, einen Ressourcentrank oder so, könnte ich mitnehmen. Ich farme direkt weiter. Wir sind bei 59.000. Das nächste Level kostet 236.000. Mittlerweile ordentlich. Zug auf mein Profil. Hier kann man immer relativ gut tracken, wie viel ich am Farmen bin. Ein Arbeiter ist immer noch frei. Nächster Trank läuft. Farm ich direkt weiter. Mittlerweile ist es kurz nach eins. Aber heute wird noch fleißig gefarmt. Ich hab Bock. Die nächste Stunde ist rum. Der nächste Trainingstrank ist durch. Wieder ordentlich zusammengefarmt. Ich musste leider die Schleichkobolde nochmal aktivieren für 25.000 Dunkle. Sonst hätte ich nochmal wieder mehr gehabt. Ich will die Queen auf jeden Fall nochmal hochziehen. Deswegen, ja, heute machen wir bis 3. Heute machen wir bis 3. Ist gerade zu geiler Loot. Also ihr seht, es ist schon wieder voll. Wir können schon wieder Mauern hochziehen. Und es ist ja auch in 52 Minuten Clanburg Level 9. Dann habe ich ja sogar noch einen Slot frei. Ich glaube, den setze ich sogar auf den Warden. Aber jetzt erstmal wieder alle Mauern. Der zweite Kreis, der zweite Ring ist geschlossen. Sehr geil. Jetzt starten wir hier direkt weiter. Scheiße, das geht zu schnell. Das ist zu schnell. Selbst wenn ich die Mauern weiter upgraden möchte für Rathaus 14, muss ich erstmal fünfmal die Waffe verbessern und dann das Rathaus der Waffe. Das kostet alles zusammen 30 Tage. Etwas über einen Monat. Deswegen, ja, wenn wir die Mauern max haben, haben wir die Mauern max. Ist so. Dann konzentrieren wir uns halt nur noch auf die Helden. Tut dann natürlich weh, die ganzen überflüssigen Ressourcen zu verschwenden. Wir zünden den letzten Trainingstrank und gehen nochmal rein ins Farm. Bis 236.000. Und irgendwie habe ich auch Bock auf den Hammer. Macht das so einen großen Unterschied, ob du sie von 72 auf 73 tust oder von 74 auf 75 von der Zeit und von den Ressourcen? Nee, ich farme ja eh sau viel. Schauen wir dann. Hier drüben geht es übrigens sehr nice weiter mit der... Die war richtig teuer. Ich glaube fast 4 Millionen oder so. Lavawerfer geht Level 4. Der macht auch immer nochmal richtig was aus. So, nochmal wieder ordentlich Zeit vergangen. Gleich schon 3. 17 Minuten geht der Boost noch. Zeit für das nächste Level von der Queen. Ich kann selber nicht fassen. Für 236.300 Dunkles. Das setzen wir einmal ein. Zünden direkt die Krone. Das Buch der Helden. Zack. 72. Jetzt gehen wir zu den magischen Gegenständen. Ich habe noch einen Ressourcentrank bekommen. Den verkaufen wir für 10 Gems. Und wir haben... Wir machen ja Free-to-Play plus Pass. Rune des dunklen Elixiers. Perfekt. Also wirklich Punktlandung freigeschaltet. Das Ding zünden wir direkt. 300.000 Dunkles. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach mal was Beklopptes. Wir nutzen den Hammer der Helden.
Damit ist der Held sofort verbessert. Wir brauchen keine Ressourcen, keine Zeit. Heftigstes Item überhaupt. Jetzt ist es soweit, wir nutzen es. Zack. Bogenschützenkönigin auf 73. Und jetzt schicken wir sie direkt wieder weg. Sie geht dann auf 74. Holy shit. Jetzt haben wir das noch, weil ich keine zwei Gems. Komm, zwei Gems. Das müssen wir auch mal. Das müssen wir auch mal. Ah, das sieht jetzt schon richtig gut aus hier. Guck mal. Rathaus, nice. Eagle Tillery, 4. Also maxed. Inferno-Turm maxed. Clanburg maxed. Lager für Dunkles maxed. Das nimmt langsam, aber ganz sicher Gestalt an. Schicken wir den hier noch weg. 5 Tage, 8 Millionen. Zack. Das ist es. Ey, völlig kranke Folge. Wenn euch das gefallen hat, sehr gerne den Kanal abonnieren. Wer gewinnt zum 01.01.2024 Sebo gegen mich? Ich bin jetzt vom Farmen und von den Mauern deutlich besser. 8 Millionen Dunkles, 950 Millionen Gold gemopst. Macht richtig laut. Ich weiß gar nicht, warum immer. Ich habe Clash of Clans früher schon so gesucht. Und auch bevor ich gestreamt habe. Ich weiß nicht, warum ich das so geil finde, Helden und Mauern zu farmen. Keine Ahnung. Schreibt es in die Kommentare. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.